Mit dem traditionellen Fassbieranstich ist die Bockbiersaison des Freiburger Brauhauses eröffnet. Auch in diesem Jahr war Braumeister Michael mit vor Ort, als der Geschäftsführer des Freiburger Brauhauses, Steffen Hofmann, und der Sprecher der Geschäftsleitung Michael Esslinger das erste Fass der Saison anstachen. Das Freiberger Bockbier sei wegen seines hohen Alkoholgehalts und der Süffigkeit vor allem ein Winterbier, so Esslinger. Rund 2/3 des Umsatzes an Bockbier erwirtschafte das Brauhaus in den Wintermonaten. Das Freiberger Brauhaus bietet derzeit 8 verschiedene Biersorten an.